In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der die Leute umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, Knox hieß dieser junge Mann. Und der schaffte mit Behagen all jungen Männer ran. Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Auch zu dir! Mit dem kleinen Hackebeinchen macht er Hackefleisch aus dir. Hacke, Hacke, Hacke! Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Arsch, da macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8. Und der Massenmörder Hamann, der die Leute umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfe, Knox hieß dieser junge Mann. Und der schafft mit der Hagen alle jungen Männer ran. Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Auch zu dir! Mit dem kleinen Hackebeinchen macht der Hackefleisch aus dir. Hacke, Hacke, Hacke! Aus den Augen macht er sich. Ja, Leute, ich euch auch da. Hacke, Hacke, aber ich bin so ein Hacke, Hacke, Hacke. Aus den Lärm macht er böse und den Rest den schmeißt er weg. Warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeinchen macht der Hackefleisch aus dir. Hacke, Hacke, Hacke! Aus den Augen macht der Ich liebe euch! Aus dem Arsch macht der Speck. Aus dem Lärm macht der Böse und den Rest den schmeißt er. Achtung, wenn ich euch beide flöten! Danke! Jedes Mal Zahnschmerzen. Meine Blöcken sind schon raus. Also mein Amalgam fällt da raus. Alles gut. Schön. Oh nee, und die ziehen das gnadenlos durch. Dafür haben wir 5 Minuten geübt. Das eine sogenannte Rein- und Rausflöte. Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Auch zu dir! Mit dem kleinen Hackebeinchen klopft er leise an deine Tür. Warte, warte nur ein Weilchen. Ich hab mich schon so auf Hacke, Hacke gefreut. Jetzt kommt das! Jetzt! Mit dem kleinen Hackebeinchen macht der Hackefleisch aus dir. Hacke, Hacke, Hacke! Aus den Augen macht er Böse, aus den Arsch macht er Speck. Aus den Darm macht er Böse. Dankeschön. Und den Rest des Schweiß er weg. Ja. Dankeschön. Da muss ich ja noch was zu sagen. Ne? Ja. Ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr an dieser Stelle. Da haben wir das gespielt und da ging eine Mutter mit ihrem, ich schätze mal, so 8-jährigen Jungen hier vorbei, wo wir dann das mit dem Arsch gesungen haben, hat sie dem Kleinen die Ohren zugehalten und weg waren sie. Empört sind sie gehört. Wirklich empört. Und man glaubt es kaum, eine halbe Stunde später kam der Junge alleine zu unserer Bühne und sagte, könnt ihr das nochmal spielen? Das mit dem Arsch. Das fand ich gut.